Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlosskonflikt. Ja, heute möchte ich mal mit euch den Gildenkrieg machen. Ja, ich bin da immer noch in der Gilde Puffreis, weil ich da natürlich der Anführer drinne bin. Und ja, dann wollen wir uns das gleich mal angucken. Den Arius nehme ich mal ganz gerne noch mit für den SK. Und ja, dann habe ich schon mein komplettes Team fertig. Ich spiele nämlich immer Head-to-Head. Ich, ja, mache da jetzt nicht unbedingt immer Spirenzchen. Sag ich mal so, wegen den Teams. Ich hätte ja theoretisch eigentlich auch schon einen guten Mino für die GK, für den GK-Angriff, aber pff, ja, naja. Und ich greife auch nicht immer die Besten an, ich greife die an, die ich schaffe, sag ich mal so. Guck mal, hier ist zum Beispiel schon wieder solche nervige Rose drinne. Das finde ich schon wieder richtig doof. Das finde ich schon wieder richtig doof. So, was haben wir denn hier Feines? Schon wieder eine Rose und auf der anderen Seite ist ein Anubis drin. Ne? Oh Mann, ey. Ja, dann versuche ich jetzt einfach mein Glück. Ist ja egal. Wenn ich den SK down kriege. Oh, okay. Naja, gut, das war jetzt schon mal nix. Ich glaube, den schaffe ich nicht. Wenn das jetzt schon so anfängt. Oh Mann, ey. So. Ja, diesmal tankt nämlich mein Anubis. Ist gestorben. Okay, jetzt ist mein Micha gleich tot oder auch nicht. Okay, die eine Seite ist schon tot. Das ist ganz gut. Dann könnte ich nämlich doch schaffen, weil den. Wo ist mein Aries? Warte mal, Aries? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, shit. Naja, gut, jetzt muss ich's durchlaufen. Oh, shit. Was hat denn der Anubis bitte für ein Talent? Holy shit. Okay. Hilfe. Hilfe. Ja, was sollte ich eigentlich schaffen? Bitte nicht noch einen Helden verlieren, weil dann müsste ich ja noch mehr Games ausgeben. Aber scheint so, dass ich das schaffe. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er meinen Micha down kriegt. Holy shit. Vor allem so schnell, ne? Instant tot gewesen. So, dann haben wir den schon mal. Einmal wiederbeleben, please. Thank you very much. Und genau, Gildenkrieg. Welche habe ich denn hier eigentlich noch? Ja, komm, greife ich den, gucke ich den erstmal an. Ich hoffe ja nicht, dass es diesmal wieder eine halbe Stunde dauert, bis ich das hier alles fertig habe. Hier scheint es, dass keine Rose drin ist. Was ich für Erfahrung, ich hab sogar noch Erfahrung gemacht, dass dieser PD, ne, der ist ja jetzt hier auch mit drin in dieser Basis, der ist mördergefährlich, besonders wenn mein Gargoyle auslöst. Okay, warte mal, hier breche ich mal ab, weil mein Aries schon wieder down war irgendwie. Nee, ich hatte schon so viele Probleme mit einem PD, der einfach mal hochgesteckt ist, ne? Der irgendwie einfach nicht im Fokus war von meinen Helden. Das ist einfach krank gewesen. Das ist richtig doof. So, jetzt sollte theoretisch der gegnerische PD hochstecken und mein komplettes Team auseinandernehmen. Genau. Genau das, was ich eben gesagt habe. Weil nämlich der gegnerische Gargoyle hatte ausgelöst gehabt und ja, dann passiert da nicht mehr viel mit Damage, ne? Bekanntlicherweise. Das ist klar. So, mein Anubis müsste eigentlich tanken, aber irgendwie tankt mein Aries, okay. Den, ja. Hat der PD hochgestackt? Ich glaube nicht. Aber es kommt trotzdem ziemlich viel Damage rein. Okay, dann breche ich nochmal ab. Machen wir erstmal was anderes zwischendurch. Oh, was ist mit dem denn los? Holy shit, der hat ja richtig viel Macht. 250k Macht. Hä? Hatten wir den nicht eben gerade schon angegriffen? So, also auf der Seite. Ja, dann werde ich wahrscheinlich die Seite mehr angreifen, weil SK, sag ich mal so, da kann ja nicht. Der SK kann ja nicht all meine Helden killen, ne, wenn ich jetzt hier durchkomme. So. So gehe ich jetzt mal davon aus. So, das hier kriegen wir easy hin. Da greife ich doch von der anderen Seite an. Lieber zuerst den SK down. Bin ich mir mal ein bisschen unschlüssig. Ich greife eigentlich immer zuerst da an, wo die stärksten Helden sind. Zumindest die ich als stärkste Helden empfinde. Aber hier ist eigentlich der SK schon wieder fast tot und der Aries auch, aber der prockt leider. Oder auch nicht? Oh geil, der prockt nicht, okay. Gut, jetzt haben meine Helden erstmal wieder ein bisschen Schaden bekommen, aber der SK lebt immer noch, okay.
Aber ist egal, weil hier unten nur noch die eine Basis steht. Okay, alles down. Der war irgendwie easy. Also, mal, wie hieß der? Ah, jetzt sehe ich das nicht mehr. Wenn du das Video siehst, mach auf jeden Fall deine Basis ein bisschen anders. Die ist einfach zu easy. So, hat er auch nochmal die gleiche Basis. Oh, das ist ja richtig freundlich gebaut dieses Mal. So, SK und Aries, okay. Dann greife ich auf jeden Fall von hier hinten an. Weil bekanntlicherweise ist der Anubis natürlich der stärkste Held. Gargoyle, ja, und den PD, den kriege ich so down. Kriege ich einfach so tot geprockt. Der ist anscheinend auch nicht mal wiedergekommen, weil er den Aries-Debuff hatte. Richtig gut. So, Gargoyle ist auch tot. Der hat. Was ist denn das für ein Base-Design? Jetzt mal ehrlich. Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal, die Rose, ja. Die hat hier einfach mal die ganzen Ornithopter gespawnt. So, Anubis pockt gleich nochmal. Ja, genau. Also, der SK ist eigentlich down. Der macht. Ja. Okay, jetzt ist er nochmal wiedergekommen. Jetzt habe ich gewonnen. Okay. Ja, das war auch easy. Bitte sag mir, dass da nochmal die gleiche Basis ist. Alter, das ist so easy. Nee, aber die ist irgendwie so ein bisschen. Naja, doch, aber ist wieder so ein bisschen geteilt. Da ist ein SK. Was ist das? Achso, ist ein Ronin. Ich hab grad so, hä? Sind das Ornithopter von der Rose? Nee, sind aber nicht. Okay, dann greife ich von hier an. In diesem Falle. Weil der SK ist nicht so schlimm. Und die restlichen Helden prock ich so weg. So, jetzt muss ich bloß noch überleben. Ja, aber kommt ziemlich viel Damage rein. Mein Gargoyle löst aus. Bitte, bitte, bitte. Reiche einfach zum. Okay. Reicht's. Und die anderen Helden sind alle down. Okay. Oh, ich hätte schon gedacht, dass mein Anubis stirbt. Ach nee, ja, gut. Hat er sowieso. Der kommt ja sowieso dreimal wieder, aber trotzdem. So, haben wir das jetzt schon geschafft? Nee, jetzt können wir nochmal den nächsten angreifen. Oh, die sind ja richtig easy hier, diese Gilde, ne? Okay, wieder diese einfache Basis. So, wo greife ich an? Ich greife links an, weil hier nämlich. Ja, da sind die OP-Helden. Na gut, hier wird der Gargoyle vielleicht noch Probleme machen, wenn er auslöst. So, ich habe jetzt hier erstmal einen Micha vor mir. Glaube ich noch. Zumindest, ja, erkenne ich nicht viel. Erkenne ich nicht viel, aber das ist ganz gut. Der SK hat jetzt nämlich gerade seinen Buff drin, ne? Der läuft jetzt gerade schön aus. Jetzt kommt er an. Jetzt hat er wieder seinen Buff intus. Aber er scheint keinen TT drin zu haben. Also er scheint keinen TT zu haben. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen viel Damage. Jetzt ist gerade wieder. Achso, das ist der Anubis immer noch. Okay. Das war auch irgendwie ein bisschen easy. Aber jetzt ist egal, wenn alle sterben. Weil das ist ja sowieso der letzte Versuch gewesen. Dann habe ich ja sogar die Besten eigentlich auch angegriffen gehabt in diesem GK. Mensch, 513 Punkte. So, wo sind wir denn jetzt hier? Warum habe ich denn nur so wenig? Aber das ist eigentlich ein ganz guter GK gewesen dieses Mal. Na, jetzt kann ich ja nicht mehr sehen, was für Gegner hier sind. Ja, naja, gut. So, wo stehen wir jetzt eigentlich genau? Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ja, immer noch auf dem vierten, naja. Kann man nichts machen. So. Das möchte ich unbedingt kaufen für meine Rose. Naja. Gut, denn auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, und vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Danke. Tschüss.